Wahl-O-Mat oder gleich die Kandidaten fragen? Frage 2. Abgeordnetenbestechung. Wir werden sehen, welche Fragen zur Bundestagswahl 2013 vom Wahl-O-Mat gestellt werden, damit die Wähler im vorgesehenen Gatter verbleiben. Vielleicht werde ich diese hier kritisch würdigen. Vorerst wollen wir die potenziellen Anwärter auf die komfortablen Schleudersitze im Bundestag direkt fragen. Entsprechend der Antworten jedes einzelnen Politikers oder auch der Antwort einer ganzen fraktionierten Partei kann man sofort ablesen, ob nach Beantwortung der Frage dieser Kandidat noch wählbar ist. Das ist ganz einfach. Ein Beispiel. Thema Abgeordnetenbestechung. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin nicht gegen Abgeordnetenbestechung auftritt, was bedeutet das? Bei Einschalten des gesunden Menschenverstandes ergeben sich verschiedene Antworten. Er oder sie wurde bereits bestochen. Wird gerade bestochen? Würde gern bestochen werden? Hat Angst, Pfründe zu verlieren? Zum Beispiel den Listenplatz bei der Partei? Hat keine eigene Meinung? Oder ist der Meinung, Bestechung ist ganz brauchbar für die Disziplinierung von anderen Abgeordneten? Wahrscheinlich gibt es noch weitere Möglichkeiten. Eine positive habe ich nicht gefunden. Und die Ausreden, die mir CDU und FDP-Abgeordnete auf meine diesbezüglichen Anfragen geschrieben haben, sind einfach Hanebüchen. Man zieht sich bei der betreffenden UN-Konvention, die Deutschland als eines der wenigen Länder nicht unterzeichnet hat, hinter technische Details zurück. Vollkommen unglaubwürdig. Bestechung ist Bestechung. Punkt. Fertig. Aus. Manchmal ist sie nicht leicht zu durchschauen. Es gibt natürlich Grauzonen. Vieles läuft sehr subtil ab. Aber am Ende wissen wir alle ziemlich genau, wo Bestechung anfängt. Und in jedem Unternehmen oder jeder kleinen Behörde dürfen die Menschen noch nicht mal mehr einen Drops annehmen. So werden die Leute da abgerichtet auf das Thema Bestechung. Die Betragsgrenzen für Geschenke sind lächerlich und alles muss penibel dokumentiert werden. Nur die Abgeordneten kriegen das nicht hin. Die entsprechend abgestimmt haben, wollen einfach nicht. Jedes Kind kann an dieser Frage schon erkennen, dass der Kaiser nackt ist. Damit ist die Wahrscheinlichkeit nach der letzten Abstimmung im Bundestag sehr hoch, dass die entsprechenden Abgeordneten unwählbar sind. Es ist absurd, jemanden in den Bundestag zu wählen, der Abgeordnetenbestechung toleriert. Und da die Abgeordneten zumeist über die Liste in den Bundestag kommen, fallen gleich ganze Parteien als unwählbar raus. Meine zweite Frage lautet: Werden Sie sich aktiv dafür einsetzen, Abgeordnetenbestechung zu verbieten und für beide Seiten strafbar zu machen und in allen Gremien entsprechend abstimmen, auch wenn Ihre Fraktion mit einheitlicher Meinung anders auftreten soll? Ich werde diese Fragen allen Bewerbern in meinem Wahlgebiet stellen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, per Mail, Brief, persönlich in Veranstaltungen, einzeln, vielleicht auch als Fragenkatalog und die Antworten öffentlich machen. So können diese später jederzeit nachgeschaut und überprüft werden. Es muss Schluss sein mit dem Drumherumgedruckse und dem Ausweichen bei heiklen Fragen. Die Zeit ist reif für eine neue Transparenz. Nicht durch das Lesen unserer privatesten Korrespondenz durch die NSA und andere, sondern durch das Licht auf das Handeln aller deutschen Politiker und Politikerinnen. Wollen Sie sich anschließen? Gern. Bitte eigenverantwortlich handeln, mit eigenem Denken und eigenen Worten.